Hi, ich bin David Kühn, bin 28 Jahre alt und ich bin seit 26 Jahren aktiv bei den Volksschauspielen. Ich habe BWL studiert und bin mittlerweile als Berater und Prokurist bei der Baden-Württembergischen Bank in Stuttgart in der Königstraße und bin dort Berater fürs private Vermögensmanagement, vornehmlich für Private Banking und Wealth Management Kunden. Wenn ich nicht arbeite oder probe oder auf der Bühne stehe bei der tatsächlichen Aufführung, dann habe ich auch noch die Möglichkeit, an Fasching über die Wintermonate mit einer Gesangs- und Satiregruppe unterwegs zu sein. Und dann habe ich natürlich auch noch eine Partnerin. Das heißt, die Zeit, die eigentlich da noch übrig bleibt, die sollte schon für sie reserviert sein. Ist ja mittlerweile schon einige. Vielleicht als Theaterrolle, als Max bei Max und Moritz, als Piccolo im Weißen Rössl, als Phoebus bei Glöckner von Notre Dame, als Lionel bei der Jungfrau von Orléans und bei Les Miserables als Enjolras, als Studentenanführer. Vielleicht bei den Gesangsrollen dann beim Musical Jesus Christ Superstar, der Judenkönig Herodes oder in der kleinen Bühne als der sadistische Zahnarzt im kleinen Horrorladen. In diesem Jahr spiele ich beim Abendstück Die Räuber, den Räuberhauptmann, den Karl von Moor, der fälschlicherweise von seiner Familie verstoßen wird und dann eine Räuberbande sammelt. Ja, die Rollen ähneln sich vom Typus her schon ziemlich, deswegen ist das schwierig, eine auszusuchen. Wenn ich eine aussuchen müsste, dann wäre es der Enjolras bei Les Miserables, und zwar weil ich da mit meinem Cousin, meinem Bruder und meinem Vater gemeinsam als Rollenträger auf der Bühne gestanden bin. Also, als meine Mama schwanger war mit mir, ist mein Vater Streitwagenrennen in Ben Hur gefahren und seitdem bin ich eigentlich immer aktiv dabei, das heißt, also seit ich auf der Welt bin. Also am Theaterspielen gefällt mir vornehmlich, dass man sich halt in häufig historische Rollen mit reinversetzen kann, auch in die Gefühlswelt. Und es ist natürlich immer wieder toll, wenn man sich in diesen Rollen noch repräsentieren kann. Außerdem ist natürlich zum anspruchsvollen Arbeitsalltag, der spannt mich schon ziemlich ein, ist das ein perfekter Ausgleich. An den Volksschauspielen ist natürlich das Spezielle, dass es hier eigentlich keine Altersbeschränkung gibt. Also ich kann vom Kleinkind bis zum Greis eigentlich immer mitmachen. Es gibt x verschiedene Möglichkeiten, Aufgaben da zu übernehmen im Verein. Und das ist einfach dieses Gemeinsame an einem Projekt arbeite, das nachher dann bühnenfertig für die Zuschauer dargestellt werden kann. Ich habe noch weitere Funktionen, ja, und zwar im Öffentlichkeitsausschuss, die sich vornehmlich um Marketing und nach außen den Außenauftritt eigentlich des Vereins darstellen. Da bin ich noch mit aktiv, genau. So, jetzt aber genug gequatscht. Ich gehe jetzt wieder los, gehe weiterhin proben. Wir sehen uns im Sommer auf der großen Freilichtbühne in Ödigheim.